Geben Fick auf Love Songs. Fick auf Love Songs. Hi, ich bin Amy Wald, Singer-Songwriterin, ursprünglich aus Salzburg. Ich wohne jetzt in Wien. Das ist der liebe Dominik, der mich begleitet. Und ja, ich mache Deutschpop-Mucke. Dir neben Drecksort, du bist ein Jackpot. Bevor wir schrieben, war Beziehung nur ein Fremdwort. Und dafür hasse ich dich, doch irgendwie auch nicht. Wie in der Karibik, wenn du sagst, du liebst mich. Alles nur im Kopf, oder ist das hier the real shit? Ich raff das nicht, und dafür hasse ich dich. Wegen dir fühl ich jetzt alle Tumblr-Quotes. Mein Instagram ist nur noch voller Couple-Posts. Me and myself and I, jetzt zu zwei, viel zu lang allein. Alles mit dir teilen. In FLS geht es eigentlich darum, dass ich letztes Jahr auf Straßenmusiktour war für 2,5 Monate. Und ich wollte, als ich zurückkam nach Wien, über diese Erfahrungen schreiben und habe, glaube ich, zu zwanghaft versucht, irgendwie ein Thema zu finden, das dazu passt. Fick auf Love Songs. Fick auf Love Songs. Liebe passt in keinen Rahmen, egal was sie auch sagen. Wir küssen unter Regenbogenfahnen und dafür lieb ich dich. Boah, wie widerlich. Und es hat sich alles nicht ehrlich angefühlt. Und das Einzige, was im Nu in meinen Kopf kam und ich wahnsinnig viele Ideen dazu hatte, war ein Liebessong zu meiner damals entstandenen Beziehung. Und ich wollte das aber nicht. Ich wollte alles andere als einen Liebessong schreiben und habe dann diesen Zwiespalt in den Song hineingepackt, dass ich sage, okay, wenn ich schon darüber schreibe, dann mache ich das ein bisschen mit einem Augenzwinkern und sage, dass ich eigentlich ein Fick auf Love Songs gebe. Ich gebe einen Fick auf Love Songs. Fick auf Love Songs. Fick auf Love Songs. Fick auf Love Songs. Wegen dir fühle ich jetzt alle Tumblr-Quotes. Mein Instagram ist nur noch voller Couple-Posts. Chill auf Wolke 7, rosa Brille auf. Und hier oben, ohne Drogen, trotzdem voll im Rausch. Ich war mit 16 in England für ein Auslandssemester, bin dort auf einer englischen Highschool und habe am Dachboden von meiner Gastfamilie eine alte Kindergitarre gefunden. Ich habe der neue Saiten aufgezogen und mir irgendwie 3 Akkorde gelernt auf der Gitarre und mit diesen 3 Akkorden die ersten 5 Songs geschrieben. Bis ich dann drauf gekommen bin, dass ich vielleicht mehr Akkorde lernen sollte, um mehr Songs schreiben zu können. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Inzwischen kann ich mehr als 3 Akkorde. Alles mit der Tau, doch wenn du leid, Cocktail gleich, das bin ich nicht mehr, doch du bist ja. Ich versuche eigentlich ziemlich viel von dem, was auch hinter den Kulissen passiert, vom Songwriting und Producing und Konzerte spielen, auf Instagram zu teilen. Also schaut vorbei auf Instagram. Und da werden noch ganz, ganz bald geile Infos kommen. Domi ist auch dabei. Wir werden gemeinsam ein paar große Projekte auf die Beine stellen.